Ich kann das überhaupt nicht, ich bin eine Kacknut da drin. Sogar die Angst. So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich bin nicht alleine. Ja. Ich bin damit dabei. Hi. Genau. Wer sich fragt, warum? Das, glaube ich, kannst du ganz gut erklären. Ja, ich habe mich ein bisschen aufgedrängt mit der Geschichte. Ich habe mir nämlich die Fallout Commander Decks bestellt und habe gefragt, ob wir die zusammen aufmachen können. Yes. Weil ich ein riesen Fan von der Reihe bin, unter anderem halt über um Magic rum. Ein ganz kleiner Fan. Ganz kleiner Fan. Und ja, ich begleite heute das Video und machen wir da das erste Deck direkt auf. Ja. Absolut, da bin ich mal drauf gespannt und da gucken wir mal rein. Das ist nämlich so, normalerweise stehe ich ja mal als Experte in der Ecke und sage, werde überall eingeladen als Magic-Experte. Ja. Brauchst du den, Tom? Nein. Gut, hätte ja sein können. Magic-Experte bist du ja. Ja. Also so, du könntest den ja danach wieder zumachen und das wieder draufmachen. Ja, ich habe den Karton ja nochmal. Du hast den Karton nochmal? Ja. Alle? Ja. Du hast alle doppelt? Ja, ich habe alle doppelt. Okay. Wow. Ja, genau. Normalerweise stehe ich als Experte da, aber heute habe ich mir einen Experten reingeholt, weil ich habe festgestellt, als ich ein bisschen über Fallout geredet habe und auch so ein paar Sachen auch schon geöffnet habe, wie zum Beispiel so ein Collector-Display, dann hing ich da und dachte so, was ist ein Roboter? Das ist auch ein Roboter. Oh, das ist ein Mutant. Und das ist ein bisschen, ja, da, Leute hassen mich ein bisschen dafür. Genau, wir gucken uns zuallererst das Dogmeat an. Ja. Den kenne ich sogar fast, weil der kam in einem PlayStation-Spiel vor, das ich gespielt habe. Ja, der kommt, glaube ich, tatsächlich in jedem Fallout drin vor. Ja, okay. Soweit ich weiß. Also ich habe alle gespielt, außer den zweiten. Okay. Wir machen hier ganz viel Kram raus, weil die haben das hier hinten ein bisschen anders gemacht dieses Mal. Ja. Das Deck ist hier unten irgendwie in so einem ganz weirden Zustand drin und man hat hier so ein Tassen drauf machen und diese wunderschönen Aufmachteile. Genau. Pappbox. Großartig. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, also irgendwann werden wir auch vielleicht mal so eine Plastikbox bekommen. Wizards. Den Umschlag habe ich fast beim Öffnen. Ich habe das Caesar-Deck tatsächlich gespielt mit einem Kollegen, mit drei Kollegen von mir. Und als ich geöffnet habe, habe ich diesen Umschlag nicht gesehen, weil der hier drin hängt. Der hängt hier drin. Das versteckt. Und ich hab's nicht gesehen und dann war das schon so am Wegwerfen und dann so, gibt's hier nicht noch so ein Collector-Sample-Ding? Ja. Und dann so, ja, gibt es. Aber den muss man finden. Genau, hier. Ein Live-Counter. Wunderschöner Live-Counter. Ja. Und das machen wir dann auch. Ja. Das. Hey, hier, super. Die sind interessant, ja? Weil Dogmeat, allzeit loyal, ist tatsächlich unser Commander. Genau. Und wie sonst auch haben wir den Face Commander als so eine der dicken Karten. Ja. Nutzt man die? Kann man die nutzen? Ich habe noch keinen gesehen, der die zum Aufstellen. Ja, zum Aufstellen ist super. Und diesen Edged Foil, damit curlen die weniger wie die hier. Definitiv ein Argument. Dementsprechend, ja, tun wir mal beiseite, gucken uns tatsächlich mal an. Jetzt kommt natürlich immer diese peinlichste Situation. Ich bin nämlich echt schlecht da drin. Ah! Ich hab, boah, so schnell habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Ja, das packen wir mal auf einmal, Seite. Einmal Müll. Dann haben wir erstmal den Face Commander. Dogmeat, allzeit bereit. Yes. 3x3x3, wenn ein Spiel kommt, millen wir 5 Karten, bringen dann eine Aura oder Ausrüstung davon auf die Hand zurück. Leider auf die Hand. Und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, die verzaubert ist oder ausgerüstet ist, angreift, erzeugen wir einen Altmetall-Spielstein. Altmetall-Spielstein. Nice. Oh, schön, schönes Deutsch. Geht so, oder? Und dann haben wir Preston Garvey. Haben die was miteinander zu tun? Teilweise. Also die kommen bei, so in der Form sind die beide halt in Fallout 4 zu sehen. Mhm. Preston Garvey gibt es auch, glaube ich, gibt es nur in Fallout 4. Und sind auch von spieltechnischen her sehr, sehr flavorvoll gemacht. Also so, wie die auch im Spiel handeln würden. Also Dogmeat sucht dir halt Equipments raus, beziehungsweise Müll raus aus irgendwelchen Sachen, zeigt dir immer was. Und der Preston Garvey ist halt jemand, der gibt einem eine unendliche Questreihe, wo man für die Minutemen Settlements befreien soll. Und von daher, das ist sehr gut getroffen von Wizards. Genau, weil was er macht, 5 Mana 4-4 zu Beginn des Kampfes, in jedem Zug machen wir eine grüne Aura-Verzauberung, die Siedlung heißt. Wahrscheinlich? Ja, ein Settlement. Settlement. Halt. Mhm. Und die wird angelegt an Land und das verzauberte Land ist dann ein verzaubertes Land und
macht Mana beliebiger Farbe. Und immer wenn der angreift, enttappen wir jede verzauberte Permanente. Krass. Kann ich mal so bad. Ja, ist gut. Ist gut. Dann haben wir die wohl eine der beliebtesten Karten im gesamten Fallout Commander Decks gedöns. Das ist sehr gut. Weil immer wenn irgendwo drauf steht Commander haben, lieben es die Leute. Ja. Also es ist Commander ist ja. Ja, und für Voltrons ist er halt super gut. Ja, also genau. Allgemein. Wir haben Codesworth, beflissener, ich lese beschissener, Gehilfe. Beflissener Gehilfe. 3 Mana 2/3 und Commander, die wir haben, haben Abwehr 2. Das heißt, man muss 2 Mana bezahlen, wenn man die targetet mit irgendeinem Spell oder Ability, sonst wird die gekontert. Und wir können den tappen, 2 weiße Mana machen, die gilt nur für Aura oder Ausrüstungszauber. Yep. Und wir können den tappen und eine Aura oder Ausrüstung an eine Kreatur unserer Wahl dranlegen. Aktivieren nur wie eine Hexerei. Das ist ein bisschen schade. Ja. Weil ansonsten könnte man sowas mit hier, wie heißt es? Totem Aura? Aurum Totor? Ja, oh ja. Totem Aura. Ganz cool machen, aber dadurch, dass es Hexerei ist. Ja. Ja, ja, wir haben aber trotzdem noch Wege in dem Deck, das trotzdem noch zu cheaten. Krass. Zu cheaten. Krass. Dann haben wir Vergöttert. Vergöttert ist auch eine neue Karte, soweit ich weiß. Wir gehen tatsächlich so ein bisschen über die neuen Karten ein bisschen genauer drüber. Ja. Und dann bei den anderen reden wir so ein bisschen über die Artworks vielleicht. Allgemein haben die das in dem Deck so gemacht, dass die viele von, ich sag jetzt mal, Statuseffekten oder Skills, die man in Fallout erlernen kann oder bekommen kann, eingebaut haben, wie auch Waffen, die man da finden kann oder zusammenbauen kann, halt alle da reingepackt. Von daher ist er top. Ja, ja, genau. Bin ich mal gespannt. Vergöttert. 2 Mana Verzauberung Aura. Wir verzaubern eine Kreatur und immer wenn die verzauberte Kreatur alleine angreift, erhält sie +X/+X. Wobei X die Gleichzahl an Nicht-Land-Permanenten ist, die man kontrolliert. Also krasses Edelmut. Ja, ja, genau. Krasses, krasses Edelmut. Krass. Dann haben wir eine Ausrüstung mit förmlicher Vorkriegskleidung? Förmliche Vorkriegskleidung? Ja, förmliche Vorkriegskleidung. Wow, was zur Hölle. Eine weiße Ausrüstung, das finde ich natürlich krass, mit 3 Mana zum Ausrüsten. Die Kreatur hat +2/+2 in Wachsamkeit. Das ist für mich direkt spannend für Ojutai. Ja. Und wenn die ins Spiel kommt, bringen wir eine Kreaturenkarte und so weiter, meine Kosten von 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurück und legen die an sie dran. Ja. Könnte ich wirklich mal überlegen. Ist gut, aber ich meine, 3 Mana zum Ausrüsten ist halt auch viel. Ja, aber stimmt. Aus dem Reanimaten. Ja, wow, kann halt eine coole Kreatur wiederbringen. Ja. Dann die Walls. Oh. Die Walls so als eine Saga. Ja, super finde ich das. Ja? Super, ja. Super. Also die jede Vault erzählt halt im Endeffekt eine Geschichte in Fallout. Hm. Und Walls sind im Endeffekt Bunker, wo sich Leute versteckt haben, während die Atombomben fielen. Aber in jeder Vault ist so eine Art Experiment mit den Menschen gemacht worden. Und okay. Die Vault 101 ist die Vault, die man in Fallout 3 findet, wo man halt aufgewachsen ist. Und das ist ausnahmsweise einer der Vaults, wo im Endeffekt gar nichts passiert ist. Und man geht dadurch das Tutorial, was man in Fallout 3 durchleben würde. Mhm. Ja, es ist die Geburtstagsvault. Eine 4-Mana-Aura, Saga, nicht Aura. Und bei dem ersten Level, beim ersten Chapter, kreieren wir einen 1-1 weißen Menschen und eine Speise. Genau. Und bei 2 und bei 3 ist es so, dass wir eine Aura oder Ausrüstungskarte auf der Hand oder in dem Friedhof ins Spiel bringen können. Und wenn wir eine Ausrüstung ins Spiel gebracht haben, können wir sie an eine Kreatur anlegen. Bei einer Aura ist es so, dass sie automatisch an eine Kreatur an Permanentes angelegt werden muss. Das ist Teil der Aura-Regelung. Dementsprechend steht es nicht explizit da drauf. Ja. Ja, ganz cool eigentlich. Eigentlich eine ziemlich gute, starke Karte. Dann haben wir Duchess, Wirtin des Veyard. 4 Mana 4/3. Das finde ich ein bisschen weird. Immer dieses hier, das haben sie ja bei Herr der Ringe auch schon gemacht, dass da immer so ein Effekt davor stehen muss. Effektnamen. Genau. Aber das hilft dem Flavor, wurde mir gesagt. Hilft dem Flavor vielleicht. Ich musste nämlich auch nachgucken, woher sie ist. Und zwar ist sie aus dem Fallout 76. Das ist das neueste Fallout und das ist so ein Multiplayer-Fallout. Okay. Und ich habe das am Anfang gespielt und da gab es noch keine NPCs. Und die ist nachträglich da reingekommen. Also ich habe keine Ahnung. Wie lange ist das her? Sehr lange. Also es ist gar nicht so neu, das Ding. 76? Ja. Boah, wann ist 76 rausgekommen?
2017? 18? Ja, das ist ja praktisch gestern. gucken wir uns weiter an. Legendary Mensch Bürger. Und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrolliert, einem Spieler Kampfschaden zufügen, legen wir eine Questmarke auf sie. Mhm. Und für einen Mana können wir eine Questmarke entfernen von dem Permanenten, was wir kontrollieren, und einen Altmetall-Spielstein generieren. Altmetall. Altmetall, das ist hier ihr Ding. Dann haben wir Sensenmann Sprint. Fünf Mana Verzauberung mit Morbide. Er kostet 3 Mana weniger, wenn im Zug eine Kreatur gestorben ist. Wir verzaubern eine Kreatur. Immer wenn sie ins Spiel kommt, tappen wir jede Kreatur, die du kontrollierst. Falls es deine Hauptphase ist, gibt es in der Phase eine zusätzliche Kampfphase. Ja, die verzauberte Kreatur hat Eile. Ui. Passt flavorful auf jeden Fall. Das ist ein Skill, den du in Fallout skillen kannst. Mhm. Und sobald du einen Gegner in einem Wetz gekillt hast, lädt sich dein Wetz wieder auf. Das ist jetzt ein bisschen... Wetz ist so ein Zustand, genau, in dem du einfach krass bist. In dem du Zeit anhalten kannst und krass bist. Okay. Junk Jet. Ausrüstung, 2 Mana. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen Altmetallspielstein. Ich erkenne so langsam das Theme dieses Decks. Yes. Für 3 Mana opfern wir ein anderes Artefakt und verdoppeln die Stärke der ausrüstenden Kreatur bis zum Ende des Zuges für 1 Mana zum Ausrüsten. Natürlich nicht schlecht mit den ganzen Altmetalldingern. Ja, ist cool. Ist auch flavorvoll. Echt? Weil das ist eine Waffe, die einfach jeglichen Müll schießen kann. Also passt top. Die bräuchten wir mal in der realen Welt. Dann haben wir Megatons Schicksal. 6 Mana extra Reihe, wir bestimmen 1. Wir entschärfen oder detonieren. Ja. Bedeutet, wir zerstören ein Artefakt unserer Wahl und erzeugen 4 Schatzspielsteine. Oder wir fügen jeder Kreatur 8 Schaden zu und wir erhalten 4 Verstrahlungsmarken, also Red Counter. Ja. Das sind ja die Counter, wenn man die noch hat, dann muss man irgendwie Karten millen und dann kriegt man Damage und so. Ja. Tu das Richtige oder das Falsche. Ja, Megaton ist halt so die erste Stadt, die man erreicht in Fallout 3. Und inmitten der Stadt liegt halt eine Atombombe. Und du bekommst im Endeffekt die Wahl, ob du das entschärfen willst oder detonieren willst. Krass. So, je nachdem. Kann man halt was machen. Kann man was halt machen. Ne? Yes. Dann haben wir Wall 21, Trick des Hauses. 2 Mana, bei 1 und 2 werfen wir eine Karte ab und ziehen eine Karte neu. Und bei 3 zeigen wir 5 Nichtlandkarten aus unserer Hand vor und erzeugen für jede davon, deren Mana-Betrag gleich einer anderen Karte ist, die diesen Mana-Betrag hat, einen Schatzspielstein. Das heißt, wir können bis zu 5 Tokens generieren. Genau. Ja, die Vault 21 ist eine Vault in New Vegas. Surprise, wer hätte es gedacht? Und im Endeffekt ist das einfach so eine Vault, die wie ein riesengroßes Casino ablief. Okay. Also deswegen, von daher, ich finde das auch ganz cool mit diesem Vorzeigen. Ist top gelöst. Ja, ist ganz cool. Dann haben wir Veronica, abtrünnige Gelehrte. Es sind schon einige Fallout-Karten auch drin, oder? Ja. 2, 4, 6, 8, 9. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt alle hintereinander kommen. Ich glaube, wahrscheinlich. Die abtrünnige Gelehrte, 3 Mana, 3, 3, bedrohlich. Und immer wenn die angreift, können wir eine Karte abwerfen. Falls wir das tun, ziehen wir eine Karte. Und immer wenn wir zum ersten Mal in unserem Zug ein oder mehrere Nichtlandkarten abwerfen, kriegen wir einen Altmetallspielstein. Ja, Veronica ist einer der Begleiter in New Vegas. Ich glaube, die haben die auch alle in den Deck oder alle in den Decks verteilt drin. Mhm. Passt schon. Das ist ganz gut. Tierfreund, eine Aura, verzaubern wir eine Kreatur. Und immer wenn die Kreatur angreift, kriegen wir ein 1/1 grünes Eichhörnchen. Und wir legen für jede Aura und Ausrüstung, die außer Tierfreund an die Kreatur aufgelegt ist, eine +1/+1 Marke auf diesen Spielstein. Also nicht auf die Kreatur selbst, sondern halt auf den Eichhörnchenspielstein. Ja, genau. Ja, Tierfreund ist ein Skill, den du skillen kannst. Und wenn du irgendwie in dem Ödland Gefahren erleidest und es ist ein Tier in der Gegend, kann es dir helfen im Kampf. Also eigentlich eine coole Sache. Ja. Wie die das mal gucken. Umgesetzt Starker haben. Starker Rücken. Ja, auch wieder ein Skill. Ja, verzaubern wir eine Kreatur, die ausrüstete Kreatur, die du aktivierst, Ausrüstungsfähigkeiten, die du aktivierst und die verzauberte Kreatur als Ziel haben, kosten 3 weniger zum Ausrüsten. Ja. Und Aurasprüche kosten 3 Mana weniger. Und sie hält für jede angelegte Aura und Ausrüstung +2/+2. Ja. Das Artwork ist einfach großartig. Ja, Artwork-technisch haben die sind echt, die echt on top. Ja, haben die echt genailed. Fast perfekt. Fast perfekt. Ich weiß 6 Mana Verzauberung. Basisstärke, Widerstand 9, 10 und es hat Unzerstörbarkeit. Dieses Unzerstörbarkeit haben wir übrigens vergammelt an einem Play, das wir hatten. Tatsächlich.
während wir das on Kamera gespielt haben. Ja, ja, kann man nichts zu sagen. Ist nichts Spezifisches. Waffenkammer Paladin, 3x3x3, versucht Trampelschaden. Immer wenn eine Aura oder Ausrüstung ins gewirkt wird, schicken wir die oberste Karte unserer Karte ins Exil und können sie bis zum Ende spielen. Ja. Einfach mehr davon. Mehr. Deck hat sehr, sehr viel aus dem Exil spielen, auch mit den Junk-Tokens. Artworks. Die Artworks sind super. Echt geil. Wirklich, also. Echt krass. So, wir sind 15 Minuten drin, dann können wir mal gucken. Das wird ein längeres Video. Kate, die Käfigkämpferin, 2x1/1, solange es unser Zug ist, hat sie Unzerstörbarkeit. Und immer wenn sie angreift, ziehen wir an der verteidigenden Spieler hier eine Karte und werfen eine Karte ab und legen 2+1/+1 Marken auf die Kate, falls die abgeworfene Karte keine höhere Mana-Kosten hat als deine. Das heißt, ja, du machst ein Battle quasi. Ja, du machst ein Battle und der die höhere Karte abwirft, wenn du die höhere Karte abwirfst, kriegt sie +2/+2. Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz lustige Karte fürs Spiel selbst. Ja. Ja, ist nice. Das Commander bestimmt ganz gut. Kass, Hand der Rache. 4 Mana, 4/3 Wachsamkeit. Und immer wenn Kass oder eine andere Kreatur, die wir kontrolliert, sterben. Und falls sie verzaubert oder ausgerüstet ist, bringen wir eine beliebige Anzahl an Aura-Karten, die an Kass angelegt waren, aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Okay. Zurück. Lege dann eine beliebige Anzahl an Ausrüstungen, die an Kass angelegt waren, an jene Kreatur. Das ist ja weird. Aber cool. Ja, ist cool. Aber weird. Sehr weird. Sehr weird. Dann Inventarverwaltung, das bräuchten wir auch mal ganz dringend. 2 Mana Spontanzauber mit Sekundenbruchteil, das heißt, darauf kann nicht reagiert werden. Und wir können Aura und Ausrüstungen, die du kontrollierst, an beliebige Kreaturen anlegen. Ja, also wie eben ja schon mal erwähnt mit dem Wets-Modus, das ist im Endeffekt, wenn du dein Menü aufmachst, ist die Zeit angehalten. Hm. Und deswegen der Split-Second und dann passt das so sehr, sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist auch eine von den besseren Karten. Ja, glaube ich auch. Dann haben wir Moira Brown, Überlebensanführerin, Autorin. Keine Ahnung. 3x2/3, wenn sie ins Spiel kommt, erzeugen wir einen farblosen Ausrüstungs-Artefakt-Spielstein namens Ödland-Überlebensführer. Ja, genau. Mit dieser ausgerüstete Kreatur hat +1/+1 für jede Quest-Counter und Permanente, die du kontrollierst, und hat Ausrüsten 1. Und immer wenn sie angreift, legen wir Quest-Counter auf eine nicht dann. Was zur Hölle? Ja, Was tut sie? Er ist einer der Questgeber halt aus Megaton und sie schickt einen überall hin, um ein Buch quasi für sie zu schreiben, was man später auch in den weiteren Teilen auch noch sehen kann. Finden kann, ja. Krass. Ja, sie ist auf jeden Fall eine verwirrende Karte. Ja. Dann haben wir 3Dog, DJ des Galaxons News. 3x1/5. Immer wenn du angreifst, kannst du 2 Mana bezahlen, wenn du und wenn eine 3Dog DJ von Galactic News angelegt Aura opfern. Wenn wir auf diese Weise eine Aura opfern, erzeugen wir für jede angreifende Kreatur, die wir kontrolliert, eine Kopie dieser Aura. Cool, ne? Also wenn ich jetzt nicht wüsste von Fallout wäre, hätte ich jetzt so direkt gedacht, oh, jetzt vielleicht eine Infinity-Card oder so. Ja, echt so. Aber starker Effekt auf jeden Fall. Krass. Ja, krass. Ja, aber es wirklich könnte Infinity sein. Dann haben wir Mr. Guzzi. Ist das eine gute Karte? Mr. Guzzi. Sieht großartig aus. Ja, die sehen immer großartig aus. 2x1/1, immer wenn du eine Ausrüstungs- oder Aura-Zauberspruch wirkst, legen wir eine +1/+1 Marke auf ihn. Und wenn er stirbt, erzeugen wir X Altmetallspielsteine, wobei X die Stärke ist. Ja. Nee, die Anzahl der +1/+1 mal. Ja. Leider haben wir Er hat da eine Kettensäge und einen Bohrer? Ja, das sind Hilfsroboter für dich. Also, der hat eine Kettensäge? Ja, ich meine, wir hatten auch den Kotzwerfer, der hat auch eine Kettensäge, aber die sieht man nicht. Okay. Das ist eine besondere Guzzi. Ja. Okay. Dann haben wir eine sehr coole Karte, die ich mir jetzt auch schon bestellt habe. Pitboy 3000. Ja, der Pitboy 3000. Ja, 1 Mana Ausrüstung und wenn die Ausrüstete angreift, machen wir 1 der folgenden. Entweder ziehen wir eine Karte und werfen eine Karte ab, wir legen eine +1/+1 Marke auf die angreifende Kreatur oder wir enttappen 2 Länder. Mega-Karte, weil kann man in Ursas Saga finden, kann man in Legacy spielen. Legacy Playable! Auf jeden Fall. Ich meine, spielst du für 1 Mana 2 Equip und dann enttappst du direkt 2 Länder beim Attack, Das ist schon gut. Grandios. Schon gut. Genau, dann haben wir noch Junktown. Tappen für ein farbloses oder 5 Mana tappen. Wir erzeugen 3 Altmetallspielsteine. Das ist nichts Besonderes, aber es ist ein Zuhause. Ja, Junktown, einer der Städte, die man in Fallout 1 finden kann. Ich glaube auch vielleicht in Fallout 2, aber ich habe es nicht gespielt. Aber ja, ist
auf jeden Fall eine schöne Sache, dass die alle Fallouts ein bisschen angehen. Hm. Also, ja, cool. Dann haben wir eine lustige Sache. Und zwar, diese Karten gibt es noch nicht. Ja, die gab's noch nicht. Das sind neue Karten von einem Zirkel, den es schon gab, und zwar in, ich glaube, Odyssee oder so. Das ist urig alt. Ja. Und da haben wir jetzt den Zirkel vollendet. Und zwar sind das Länder, die man für einen Mann ertappen kann. Und ein rotes und ein rotes und weißes in diesem Fall. Oder ein blaues und ein schwarzes oder so bekommt. Nennt sich Petschaftenländer. Petschaftenländer? Ja, macht Sinn. Weil es gibt ja die Petschaften, die genau das tun. Ja. Dementsprechend, davon haben wir was. Dann haben wir Mantel der Alten. Das ist, glaube ich, die stärkste und beliebteste Karte dieses gesamten Ding. Weil die ganzen Aura-Verzauberungs-Dudes da draußen, die Voltron spielen, das Ding haben wollen. Das ist eine 5-Mana-Verzauberung, Aura, wo wir eine Kreatur ausrüsten, verzaubern. Und danach bringen wir eine beliebige Anzahl an Aura- und Ausrüstungskarten aus unserem Friedhof an die verzauberte Kreatur angerüstet dran. Und sie hält +1/+1 für jede Aura und Ausrüstung. Yep. Also, that's no joke. Ja. Ja, der Deck macht halt auch richtig gut, dass das diesen Spagat halt hinbekommt zwischen Ausrüstung und Verzauberung, dass die alles ein bisschen gefused zusammenpacken. Dadurch hast man halt sehr viel Freiraum auch, wenn man das Deck jetzt normalerweise will. Also, was man sagen muss, warte, ich brauche die Farben, Wir haben eigentlich genug Ausrüstungs- und Aura-Decks in den Farben. Yes. Aber meistens eines oder das andere. Genau, hier in dem Fall ist es halt cool, weil es halt beides ist. Ja. Aber ansonsten, wir haben genug Wizards, reicht. Ja. Dann kommen wir zu Reprint-Karten. Ja. Pure Steel Paladin, mega coole Karte, einfach auch ein geiles Artwork. Ich den gesehen halt, da ist so, möchtest du deine Pure Steel Paladins austauschen? Weil die echt hübsch sind. In der letzten Zeit wurde der oft gereprintet, muss man sagen. Aber dann haben wir Zweikampf, Blasphemischer Akt, hier auch mit einem neuen Artwork, auch ganz cool. Mit mit dieser Galionsfigur, die kenne selbst ich. Ja, der Chaos Warp, der ist. Chaosschleife. Ja, der ist sweet. Hat die Q2-Köpfe? Ja, das ist ein Brahmin. Okay. Dann eine Heroic Intervention, die haben sie mittlerweile auch so aufgebündelt, wenn du überlegst, dass sie rauskam, weil die wirklich so beliebt und aber alle die ist top, die Karte, aber ja. Mittlerweile auch wirklich krass. Dann Basilisken-Halsband. Das ist ein Basilisken-Halbband, das war, mein Gott, ist das wunderschön. Ich kann mich noch daran erinnern, wie teuer die mal gewesen ist. Ne? Also, als ich angefangen hatte, dann... Ja. Teuer und eine mega gute Karte und hier ein wunderschönes Artwork. Wunderschön. Ja. Wirklich, wirklich passt, cool. Top. Blutgeschmiedete Axt. Finde ich immer noch schade, dass sie keine blutgeschmiedete Axt-Kopie-Token mitbringen, sondern nur Kopie-Token. Ja. Das muss ich echt sagen, weil die Karte ist teuer, weil Leute davon sich 10 Stück kaufen beim Commander-Deck, um sie als Token zu benutzen. Und das ist halt leider genau der Punkt, warum die Karte teuer ist. Helm des Champions, einfach so in einem Commander-Deck. Finde ich auch krass. Why not? Dafür, dass das eine der angepriesenen Karten im Commander Masters war. Ja. Und alle so, Helm des Champions, Reprint. Und jetzt so in einem Commander-Deck. Ja, und eigentlich, wenn man jetzt mal ganz genau darüber nachdenkt, so gut ist die Karte jetzt auch nicht, wenn man jetzt... Sie gibt halt fluchsicher. Ja, wenn man die mit den Schuhen vergleicht. Aber, ja, das stimmt. Ja. Dann haben wir ein Meisterwerk der Erfindungsgabe, also einfach ein Copy Aura. Ja. Eine sehr schlechte Landbase, wie ich finde. Ja, aber das ist ja uns bekannt. Ja. Knochenwüste, das ist die ich mir jetzt noch holen muss in Edged Foil Full Art. Also Extended Art, es gibt ja kein Full Art. Ja, dann hier Sonnenblüte, Tempel, wunderschöne Tempel. Ich meine, die Checkländer cool, die Tempel. Nee, muss ich nicht haben. Nee, Tempel muss ich nicht haben. Da hätte man ja so Länder machen können, die so irgendwie das abwerfen vom Deck lassen oder so. Irgendwas Cooles. Es gibt ja auch günstigere andere Länder. Juh. Dann haben wir noch ein paar, die tatsächlich auch, glaube ich, neu sind. Ausgestoßen aus der Bruderschaft, ist, glaube ich, auch eine neue Karte. Ja. Mit 3-Mana 3-2 und wenn sie ins Spiel kommt, stimmt 1. Wir bringen eine Aura oder Ausrüstung aus dem Friedhof mit 3-Mana Kosten zurück ins Spiel. Oder wir legen eine Schildmarke auf eine Karte unserer Wahl. Ja. Schildmarken aus New Capenna. Ja. Krass, ja. Ja, auf jeden Fall eine gute Mechanik, gerade auch mit dem Dogmeat, der dich selbst mildt. Ja. Und im Vakuum der 4 Decks durch die ganzen Red Counter, die rumfliegen, ist das super. Ja, stimmt. Das ist schon ganz nett. Dann Kommandantin Sophia Dagiri. Ja, auch eine 7-6. 4-Mana 1-3 mit Aufblitzen und Bruchlandung hat sie. Und die sagt, wenn Kommandantin Sophia ins Spiel kommt, zerstören wir den legendären Permanentes unserer Wahl. Der Beherrscher erzeugt einen Altmetallspielstand. Finde ich krass, weil im Endeffekt darauf steht Destroy Target Commander. Ja, und ein Flicker-Deck. Ja, echt gut. Nice. Also den in so einem, wie heißt dieser coole Flicker-Dude? Fargo? Ja, zum Beispiel. Das ist echt krass.
Dann erhaltene Mutationen, 3 Mana, die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2 und ist angestachelt, eine Fähigkeit, die sie auch mittlerweile viel zu oft trinken. Ja. Und wenn sie angreift, erhält der verteidigende Spieler 2 Verstrahlungscounter. Ja. Red Counter in diesem Deck finde ich schon krass. Ja. Gut. Mitglied der kaminroten Karawane, 3 Mana, 1/2 Doppelschlag, Trampel. Und wenn die ein Spiel im Spieler kannst, dann kriegen wir Altmetallsplitten eine. Yep. Ja, an für sich. Das hat mich gewundert, den printen. Ganz den Ian oder? Den Ian, ja. Weil das ist so der erste Begleiter aus Fallout 1. Und als er gezeigt wurde, habe ich so gedacht, oh ja, okay, die gehen noch weiter nach hinten. Also Top-Karte. Also, dass er als Karte kommt, so. Aber die Karte an sich. Die ist halt ganz gut mit 2-2-1, wenn sie angreift. Und falls er modifiziert ist, das heißt, wenn er ausgerüstet ist oder eine Verzauberung dran hat, können wir Schadenspunkte in Höhe der Stärke zufügen lassen. Yes. Ist gut. Ja, mit einem Basilisken-Collier. Ja, ist ganz nett. Ja, genau. Dann können wir so ein bisschen weitergehen, zerlegen, die Recruiter. Die General Kuna, sind ein paar neue dabei, aber es werden jetzt echt bei den Kams und Ankams nicht viel dabei. Ja, ja. Hier würde ich ganz gerne noch drüber reden. Und zwar die Wackelpuppen. Ja. Die gibt's ja in mit einer Nummerierung in den Collector-Displays, finde ich auch ganz krass. Ja. Ich finde sie cool, weil früher waren halt Mana-Rocks, 3 Mana-Rocks, einfach schlechte Mana-Rocks und außer die Laterne hat keiner was gespielt. Ja. Und hier haben wir halt wirklich eine Möglichkeit, mit verschiedenen Bubble-Rocks zu spielen. Und es ist ja mal der Anzahl an Bubble-Heads. Wie viele Bubble-Heads gibt's denn? 7 Stück. 7 Stück, okay. Das heißt, ich möchte einen Commander mit 7 Bubble-Heads bauen. Ja. Ich sehe das schon. Dann Sliver-Shorter-Kostüm, alles was glänzt, der Weg in Exil, tapfere Haltung, lange Finger ist auch gut. Opulentes Wachstum, das ist natürlich auch eine sehr schöne Saatwirk. Grüner Zorn. Ja. Das ist Rancor, oder? Ja. Ja, das ist Rancor. Krass. Cool. Ja, Eichhörnchen-Nest, auch eine saustarke Verzauberung damals gewesen. Yeah. Wildwuchs sogar drin, krass. Hammer. Ah, Behemoth, das ist der Hammer. Kahn-Petschaft, den Schlagring finde ich irgendwie wild, dass sie ihn drin haben. Fernglas des Forschers. Feuerstecken, das hat mich auch ein bisschen daran erinnert. So schön gute alten Zeiten. Gute alte Zeiten. Sie haben alte Sachen gemacht. Der Sonnenring, der sieht überall gleich aus, oder? Ja, genau wie die Petschaft und der Command Tower. Die sind alle gleich. Schade. Und das ist schade, weil wenn man jetzt sich zurück erinnern an die Warhammer Decks, wo das alles einzelne Sachen waren, da war das schon schöner. Weil ich meine, die Flinkvorstiegel. Die Flinkvorstiegel sind cool. Hammer. Aschenödes, verschüttete Ruinen, wie wir halt Artefakt wiederholen können. Der Befehlsturm, der sieht immer gleich aus. Ja, und dann fahrt der an. Es ist wirklich, wirklich, es sind coole Sachen. Die Länder finde ich auch schön, aber ich finde es auch schade, dass es immer nur 2 gibt. Ja. Also ist ein bisschen schade. Ja, das ist so im Groben das Deck. Mhm. Was hast du denn dazu als Nicht-Fan? Ich finde es cool. Also es wirkt sehr rund, es wirkt sehr durchdacht. Mhm. Es wirkt mit Karten, wo ich sage, die haben ein für mich angenehmes Powerlevel. Ja. Jetzt muss man dabei sagen, ich bin tatsächlich Competitive-Spieler. Ich bin Legacy-Spieler, ich bin jemand, der halt auch ein gehobenes Powerlevel sehr zu schätzen weiß. Mhm. Die haben ein gehobenes Powerlevel, meiner Meinung nach. Ja. Und dementsprechend bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ja. Wir haben die ja auch schon im Vakuum gespielt, quasi nur mit den Vieren. Das haben wir auch und, schon gemacht. Die sind schon, ich sag mal, even. Ja, finde ich auch. Also das finde ich sehr gut, ja. Machen wir das noch auf? Ja. Da bin ich gespannt. Nervös? Nein. Da können keine nummerierten Karten drin sein. Also nee, keine Bubbleheads. Keine Bubbleheads. Die Preise von den Bubbleheads. Wir haben ein Red Death. Shipwrecker. In Englisch? In Englisch, die sind Englisch. Die gibt's nur in Englisch dann? Okay, ja, keine Ahnung, anscheinend. Die gibt's nur in Englisch. Ah, okay. Collector Boosters gibt's spannend, nur in Englisch. Spannend. Und? Konkret habe ich gesagt, das. Nicht mal voll. Ja. Egal. Was soll man machen? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie das so für euch ist, wie ihr das Commander Deck findet, wie ihr das Video findet. Jetzt muss man dabei sagen, das habe ich jetzt am Anfang nicht gemacht, von euch da draußen. Der Mann ist ja nicht nur als Fallout-Mensch hier. Nee. Der Mann ist ja auch hier, weil, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, ich habe neue Thumbnail. Ja. Und unter anderem ist dieser Mann dafür zuständig, zumindest dafür verantwortlich, mir irgendwie was Cooles zu machen, weil ich kann das überhaupt nicht, ich bin eine Kacknub da drin. Hast du gerade ja gesagt? Und dementsprechend, wenn ihr irgendwie da auch was Cooles mal sehen wollt oder so oder da auch mal selber vielleicht Interesse dran habt, könnt ihr unten mal in der Videobeschreibung nachgucken. Da ist Instagram verlinkt, da ist eine E-Mail-Adresse, wo ihr dann auch mal Angebote entscheiden könnt und sagen könnt, ich habe hier eine Idee, kannst du mir das machen? Und
Wir gucken uns die anderen drei auch noch an. Wir kommen jetzt in 2 Tagen was und dann nochmal und dann nochmal und ihr werdet uns noch öfter sehen. Ja, also ihr werdet alle Decks sehen. Alle Decks sehen. Und zwar immer wieder in diesem Format, das ein bisschen länger dauert tatsächlich. Und dementsprechend hoffe ich, ihr habt trotzdem euch gefallen und ihr habt auch mitgemacht. Und ihr fandet es auch cool, dass ich mal jemanden dabei habe, der auch Ahnung von dem hat, was ich hier erzähle. Ja, also. Sonst, wenn ich Commander Decks öffne, ist es so, ja, das sind die coole Karten und das ist ein cooles Deck und tschüss. Und das ist diesmal anders. Ansonsten, ich habe Patreon. Daumen nach oben. Genau, Daumen nach oben. Ich habe Patreon. Ihr könnt mich monetär unterstützen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das nicht könnt oder wollt, dann könnt ihr gerne Daumen nach oben da lassen. Abonnieren ist kostenlos. Vielen Dank an meine Patreons. Ab 3 Euro seid ihr mit dabei und könnt das machen. Und bei einem höheren Patreon bekommt ihr auch noch Stuff für mir zugeschickt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.